Hi Leute, hier ist eure Skyrosa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts, The Rechain of Memories. Im letzten Part haben wir gezittert und gebangt beim Kampf gegen den Stelzenknüppler und ich habe mich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert bei diesem Kampf. Keine Sorge, wir werden noch wieder in das Kartensystem richtig reinkommen und dann werde ich euch zeigen, was Skill heißt. Und dann kommt ein gewisser Gegner, der mir so richtig den Arsch versohlen wird. Egal. Nun gut, gehen wir jetzt ins nächste Stockwerk. Erwartet uns eine Cutscene? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Doch. Tatsache. Was ist denn, Goofy? It's that creepy castle that I was talking about earlier. I know I didn't imagine it. Meinst du? 'Cause that was the castle where Sora had to use the Keyblade to free Kairi's heart. Sag ich doch. Oh. Then he just disappeared. And I was so worried. How could I ever forget that? Oh, it was when I turned into a Heartless. Mm-hmm. Wait, that happened in a castle? Huh? Because I remember perfectly. Then what's it called? That's easy, Huh? Somebody help me. Is it in your corner? Every word. I finished the first volume right before we got to this castle. Das ist doch gut. If I can just find it. Oh, here we go. Er trägt es also in Soras Kapuze. Oh, how could it be? Huh? What's the matter? Oh, my entries, they're gone. Oh. Every page is blank. What do we do? Uh-oh. How could this have happened? I'm so careful with the journals. All that hard work is gone. Journal's blank. What's going on? Da braut sich was zusammen. Definitiv. Aber ich hab doch gesagt, dass es die Hollow Bastion ist, oder? Ich hatte recht. Jedenfalls. Wieso entfallen ihnen diese ganzen Dinge? Ich meine, hat das vielleicht was zu bedeuten? Na, wir finden das noch heraus. Aber ansonsten ist es doch sehr seltsam, dass Jiminys Tagebuch auf einmal komplett leer ist. Könnte das etwa später in anderen Kingdom Hearts sogar noch ein paar Probleme machen? Ziemlich sicher sogar. Ich meine, darüber gibt es sogar ein Spiel, ne? Kleiner Spoiler, ich weiß, aber ich musste es mal sagen. Wir helfen Jiminy natürlich dabei, sein Tagebuch neu zu schreiben, sobald wir aus dem Schloss sind. Okay, Goofy, gute Idee. Wenn du noch kannst. Jiminy würde doch nicht sein eigenes Tagebuch löschen. Richtig. Und deswegen sollten wir schnell aus dem Schloss rauskommen, damit wir doch alles schaffen. Und oh. Die sah aber niedlich aus. Something's screwy. Little pages don't trust Spanish. Mm-hmm. What if it's more things? Huh? Goofy was telling us about another castle we'd been to. But none of us really remembers it. Do you think? Could it be that we don't remember because we're losing our memories? Hold on. Remember what that mystery fella said? In this place, to find is to lose. And to lose is to find. It must have been our memories he was talking about losing. So if we keep going, we'll lose more. Guess it really is Castle Oblivion. So the higher we go, the more we'll forget.
Riku and Kairi too. Oh. Do you want to go back? Don't worry, fellers. We might forget about where we've been or what things we've seen, but we won't forget who our friends are. I don't know. Come on, Sora. When you turned into a Heartless, did you forget about me and Donald? Of course I didn't. There you go. No matter what happens, you won't forget your friends. Oh. Da hat er recht. You're right. Thank you, Goofy. So, if there's nothing here that can make you forget about your friends, then we have nothing to be scared of. Let's go! But when I turned into a Heartless, who was the one who took forever to notice and kept clobbering me? How come you couldn't forget about that? Okay, das ist cool. Wenn wenigstens solche Sachen in den Erinnerungen bleiben, ist das gar nicht so schlimm, dass man alles andere vergisst. Nein, überhaupt nicht schlimm, ne? Ihr hört, glaube ich, gerade den Sarkasmus. Also, Sora hatte da ziemlich recht. Manchmal findet auch ein blindes Huhn ein Korn. Entschuldigung, ich wollte nicht so gemein zu Sora sein, aber trotzdem. Manchmal, naja, muss man auch mal Witze reißen, ne, Leute? Also, ja, ich erinnere mich auch noch an die Stelle. Und ja, Donald hat ihn gehauen. Und zwar nicht nur einmal. Ist noch gar nicht so lange her. Solange du dich an Vergessenswertes erinnerst, ist alles okay. Oh, das ist fies. Irgendwo ist das fies, aber True Story. Wir würden unsere Freunde doch nie vergessen. Na, da hat Goofy recht. Oder? Ich verrate mal nichts. Wir gehen dann mal und werden dann mal eine neue Welt aussuchen. Und auch mit dieser Welt schon mal beginnen. Obwohl wir jetzt 8 Minuten lang Cutscenes haben. So. Ich werde den Analogstick heute nach rechts bewegen. Und damit geht's los. 3, 2, 1, 0. Oh, wir haben genau eine Runde gemacht. Das heißt, die nächste Welt ist Agrabah. Schön, dass wir auch mal wieder hier sind. Ist erst ein paar Tage her, dass ich hier Ultima gefarmt habe. Schau, Sora, da steckt wer in Schwierigkeiten. Ach, wenn das nicht der gute Aladdin ist. Wir müssen etwas tun. Brauchst du Hilfe? Danke, ich dachte schon, ich wäre erledigt. Okay, für Aladdin muss ich mir noch eine bessere Synchronstimme überlegen. Aber jetzt gibt es erst einmal einen netten kleinen Trainingskampf gegen einen ganzen Haufen Herzlose. Sofern das mal laden würde. Im Übrigen nette Musik. So. Welche Karte haben wir da übrigens gerade gekriegt? Ah, wir haben zum einen eine Goofy-Karte gekriegt. Na, dann können wir doch mal einen kleinen Goofy-Schmetterschlag machen. Verdammt. Na, da habe ich mich gerade ziemlich vertan. Na gut. Und, da vorne ist eine Donut-Karte. Die könnten wir gebrauchen.
So. Einfach um Karten zu stechen. Nochmal die Potion. Und wir sehen jetzt auch, dass im Übrigen die Herzlosen sich auch wieder an die Welt anpassen. Wir haben die Zipfler. Wir haben auch wieder die Wüstenräuber da. Und wir haben Aladdin-Karten. Das ist im Übrigen auch was Besonderes an Chain of Memories. Wenn man nämlich Leute von seinem... Also wenn man Partner hat, die man in der Welt in KH1 gehabt hätte, dann kann man die trotzdem mehr oder weniger in seiner Gruppe haben, weil die kommen ja nur als Karten zu dir. Und bei Aladdin ist es besonders, weil... Na, dann werden wir mal Donald eine Chance geben mit Magiestufe 2. Yeah, Blitzra. Das hast du gut gemacht, Donald. Bin stolz auf dich. So. Einmal heilen, nochmal heilen. Ah, verflucht, was mach ich denn da? So. Im Übrigen, was die Herzlosen angeht, die meisten sind zwar aus Kingdom Hearts 1, aber ein paar sind auch schon aus Kingdom Hearts 2 vertreten. Nur so als kleine Informationen am Rande. Zum Beispiel diese Blumen in Kingdom Hearts im Wunderland. Die waren, glaube ich, aus... die waren entweder Chain of Memories exklusiv oder die kamen in Kingdom Hearts 2 auch noch vor. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber ich weiß, dass es einige wenige exklusive Herzlose gab und ein paar, die in Kingdom Hearts 2 vorgekommen sind. Dann später. Gut, wir haben eine Verschnaufpause erhalten und einen sehr netten Kampf geleistet. Hätte ein bisschen besser laufen können, aber es lief schon ganz okay. Wir sind trotzdem noch umzingelt. Es werden immer mehr. Dann sehen wir doch mal, ob die Legende wirklich wahr ist. Wunderlampe, mein erster Wunsch. Schaff uns diese Herzlosen vom Hals. Und damit kommt er. Genie. Aus dem Weg, Kinder. Hier kommt der Geist aus der Lampe. Nichts, was ich nicht gebacken bekäme, wenn wir doch bloß einen Ofen zur Hand hätten. Genug des trockenen Humors. Einmal Herzlose verschwinden lassen, kommt sofort. Herrje. Du hättest ihn gleich rufen sollen. So einfach ist das nicht, wisst ihr. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können, aber ich sag's trotzdem. Jeder Meister hat nur 3 Wünsche frei und neue Wünsche wünschen gilt nicht. Dann mache ich's ganz einfach. Ich wünsche mir, dass es mir möglich wäre, sich neue Wünsche zu wünschen. Und schon wäre Genie ausgetrickst. Das war allerdings nur ein Witz. Ich glaube, den habe ich mal bei 9gag oder so aufgeschnappt, so nebenbei, als ich mal so abends am Surfen war. Aber solche Witze sollte man auch mal einbauen, ist ganz witzig. Du hast doch 2 Wünsche übrig. Dann nutze sie mit Bedacht. Ich muss irgendwie zum Palast zurück, aber bei all den Herzlosen hier... Der Palast ist doch hier nach links. Hey Sora, wir müssen doch auch dorthin. Warum gehen wir nicht mit Aladdin mit? Die Idee finde ich gut. Wieso müsst ihr zum Palast? Ihr wisst doch gar nicht, wo ihr hin müsst. Ihr seid einfach in die Welt gekommen. Das wäre super. Ich danke euch. Na gut, wir haben den Schlüssel des Anfangs erhalten. Und ich sage mal nichts dazu, ne? Und damit sind wir in der zweiten Welt. Agrabah. Und es sieht sehr anders aus als in Kingdom Hearts 1. Das liegt aber auch daran, dass es die Räume sind. Und ja, im Wunderland habe ich es extra nicht erwähnt, aber hier erwähne ich es. So, wir können hier die Fässer angreifen. Und kriegen sogar... Nein! Da war eine Karte. Ich wollte die Karte haben. Du scheiß Herzloser. Ihr blöden Herzlosen.
Das passiert aber leider öfter auf dem Feld. Das ist ziemlich ärgerlich und nervig. Und, ach ja, die Vita-Zipfler, die müssen wir als allererstes erledigen. Weil sie ihre Kollegen heilen. Und gegen jede Art von Magie unempfindlich sind. So. Und damit haben wir es geschafft. Und wir haben Stunde des Magiers erhalten. Toll, die Karte ist jetzt natürlich weg. Und wir können die Buden im Übrigen kaputt machen. Und dann kriegt man manchmal auch Sachen dafür. Karten und sowas. Oder Kugeln. Ich bin ja normalerweise nicht für mutwillige Zerstörung, aber in dem Fall... bin ich doch ziemlich dafür, dass man das hier macht, so. Ach, nö. Aber wenigstens kriege ich einen Erstschlag. Und ja, wir sehen uns jetzt hier noch ein bisschen im ersten Raum um. Ich werde mir auch noch gleich die Karte ansehen. Und es ist wichtig, dass man sich in Chain of Memories alle Räume ansieht. Das hat nichts damit zu tun, dass es extra in die Länge gezogen werden soll von mir. Nein, das hat was damit zu tun, dass... Entschuldigt, ich musste mal kurz husten. Das hat was damit zu tun, dass man Sachen finden könnte, Mogri-Punkte, alles Mögliche. Und das braucht man einfach. Ich meine, wie wollt ihr sonst eure Decks verbessern? Achso, im Übrigen, die Freundesanzeige hat sich verändert. Das meinte ich nämlich damit, dass man die Freunde neben Donald und Goofy zusammen einsetzen kann. Nämlich, man kriegt einfach angezeigt, dass du jetzt 3 Freunde hast. Und dadurch kannst du dann alle deren Karten im Kampf einsetzen, wenn sie erscheinen. Was ja ziemlich random passiert. Gut, dann werfen wir jetzt nächstes einen Blick auf die Karte. Okay, wir haben... hier ist der Schlüssel des Anfangs scheinbar. Das heißt, wir müssen nach hier, dann nach dort und dann wahrscheinlich nach da. Oder sowas in der Art. Gut, dann generieren wir uns mal den nächsten Raum. Was nehmen wir uns denn mal? Ich würde glatt sagen, ich suche meinen friedlichen Schatz. Einfach, weil wir mal wieder ein paar Schätze brauchen. Vielleicht, manchmal passiert es nämlich auch, dass man sich Spezialkombinationen holen kann. Austruhen. Und das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir mal wieder ein paar Spezialmanöver bekommen würden. So. Gut. Geheilt sind wir auch. Sind wir eigentlich schon vorher gewesen, aber was soll's. Gut, gut. Dann haben wir hier das. Und dann haben wir hier... Gravita! Cool. Also, Gravitzauber. Und, ach ja, diese Regale hier, die kann man auch kaputt hauen. Nur sind sie so robust, dass sie stehen bleiben. So, hier ist noch ein... Gefäß mit Mogri-Punkten. Und welche Tür wäre das hier? Ah, die brauchen wir jetzt noch nicht. Das heißt, wir müssen von hier aus noch einen weitergehen. Ja, da oben halt. Da wäre es dann. Gut, dann, was mache ich mir als nächstes? Ich finde das im Übrigen toll, dass man sich hier so schön austoben kann und so frei alles machen kann. Haben wir eine 3? Wir haben eine Stunde des Kämpfers 3. Wir hätten aber auch einen Roulette-Raum 3. Ich nehme aber Stundes... Nee. Ich nehme den Roulette-Raum, davon haben wir mehrere Karten. Allerdings müsste ich jetzt auch schon mal langsam gucken. Denn so lange wollte ich den Part jetzt eigentlich nicht mehr machen. Ich will jetzt nur noch gucken, was die Bedingungen sind. Und natürlich will ich die Karte haben und... eine 6er Königsanhänger. Das ist cool. So, Moment. Wo ist die Tür? Hier war noch eine Tür. Aber da oben ist die Kronentür, oder wie? Nee, das ist jetzt diese Tür. Dann müssen wir noch nach hier. Die Fässer kaputt machen und... oh, da ist eine Wunderlampenkarte. 3. So, was müsste ich hier machen? Eine Rot gleich 0. Ah, die haben wir auf jeden Fall. Aber das hier ist der Belohnungsraum. Moment, das heißt also, wir müssen... ah, okay, wir müssen hier rum und dahin.
Gut, dann würde ich jetzt allerdings sagen, ich würde dann hier schneiden. Und dann, dann würde ich jetzt offscreen so ein bisschen Mogri-Punkte farmen und so weiter. Ein bisschen gegen Herzlose prügeln. Bisschen das Level erhöhen, um die Deckkapazität zu erhöhen. Und dann im nächsten Part würde ich dann mit der Story der Welt beginnen. Keine Sorge, das werde ich alles schön unterbringen. Und ich werde auch versuchen, das ein bisschen besser aufzuteilen. Und ich möchte nicht, wie beim Stelzenknüppler, beim nächsten Boss wieder so richtig versagen. Obwohl, im Moment, hier ist noch ein Fass. Hm, das hätte ich beinahe übersehen. Her mit den Mogri-Punkten. Na gut, dann würde ich jetzt allerdings sagen, im nächsten Part beginnen wir dann mit der Story von Agrabah. Wie viel wir machen, sehe ich dann, je nachdem, wie lange das Ganze dann mit dem Synchronisieren dauert. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.